Hallo zusammen, in eurer kulinarischen Show begrüßt dich natürlich wie immer der Hobbykoch und heute machen wir mal was Mexikanisches. Heute gibt's Tequila. Nein, Mann, was du schon wieder denkst. Du denkst zwar auch immer bloß an das eine. Heute machen wir mal Tacos. Was wir dazu benötigen und wie das funktioniert, zeige ich euch nach dem Intro natürlich wie immer. Da, wer es noch nicht gemacht hat, abonniert den Kanal, haut da oben auf die Glocke, falls ihr nichts mehr verpassen wollt und jetzt kann's schon losgehen. Für unsere Tacos benötigen wir etwas Paprika, ein paar Tomaten, natürlich ein paar Zwiebeln und natürlich Knoblauch und natürlich auch ein bisschen Mais. Dann ganz wichtig natürlich meine Piri-Piri-Soße. Und wie sollte es anders sein? Da kommen natürlich auch noch Pepperoni rein. Und dann habe ich hier noch so ein bisschen gemischtes Hackfleisch. Ganz wichtig sind natürlich unsere Tacos. Und jetzt geht's schon zur Zubereitung. Die Zwiebeln habe ich jetzt schon mal geschält und die werde ich jetzt mal klein schneiden. Ich versuche die jetzt wirklich mal in ganz kleine Stücke so zu schneiden und die werden wir gleich andünsten. Klein geschnitten sind die Zwiebeln und die gehen jetzt erstmal in unsere Pfanne. Und ich gebe einfach mal hier ein bisschen Olivenöl rein. Und jetzt gebe ich auch schon meine Zwiebeln hier hinzu. Die lasse ich jetzt erstmal so ein bisschen andünsten und dann werde ich mich mal um den Knoblauch kümmern und um meine Paprikaschoten. Und die lasse ich jetzt erstmal hier so richtig andünsten, so ein bisschen, dass die so leicht braten. So denke ich, ist das okay und jetzt gebe ich auch schon meinen klein geschnittenen Paprika hier hinzu. Da ist der Paprika und den gebe ich jetzt hier einfach mit hinein und lässt es einfach mal so ein bisschen mitschmoren. Ich denke, so ist das ganz in Ordnung. Und jetzt gebe ich auch schon mein Hackfleisch hier hinzu. Da sind jetzt hier 250 Gramm von meinem gemischten Hackfleisch und die gebe ich jetzt einfach mal hier mit rein. Und das Ganze lasse ich jetzt hier einfach mal so ein bisschen brutzeln. Ja, das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen. Ich habe hier noch so eine Taco Shells Gewürzmischung. Da gebe ich einfach hier mal ein bisschen rein und dann noch ein bisschen Wasser drauf und dann lassen wir das einfach mal so ein bisschen aufköcheln. Und einen Schluck Wasser. Und rühren. Immer schön rühren. Und dann lasse ich das mal ein bisschen abkühlen und dann werde ich jetzt schon mal unsere Tacos in den Backofen geben. Ja, Leute, die werden jetzt nochmal aufgewärmt und dann werden die gefüllt. Also ich bin gespannt, was das wird. Ich habe das heute zum ersten Mal probiert. Ich habe sowas auch noch nie gegessen. Ja, bin ich ja gespannt, was dabei rauskommt. Ja, hier sind jetzt meine Taco-Blätter oder Taco-Formen oder Taco-Shells oder wie man das auch nennen mag. Und die werde ich jetzt einfach mal 5 Minuten hier im Backofen aufbacken bei 180 Grad. So, und jetzt werde ich mich mal hier um meinen Knoblauch kümmern. Den werde ich mal schälen und klein hacken. Und dann nehme ich mir hier mein Messer und drücke da einfach mal hinten drauf, so ganz leicht. Und dann lässt er sich angeblich gut schälen. Das werden wir mal sehen, ob das funktioniert. Naja. Doch, Leute, es funktioniert. Schaut euch das mal an. Und den will ich jetzt klein hacken. Und jetzt werde ich mir hier mal meine Pepperoni klein schneiden. Also ich hoffe, dass das nicht zu sehr brennt heute Abend. Aber ich liebe es ja scharf. Das wisst ihr ja. Und jetzt schneide ich schon noch ein bisschen was von meiner Tomate. Ich habe jetzt auch gerade noch ein Stück Salat gefunden. Schneiden, habe ich gesagt. Schneiden und nicht rücken. Das ist keine Tomatensalatveranstaltung hier. Das sollen Tacos werden, wenn es fertig ist. Also das schneide ich jetzt mal ganz klein. Auch, dass ich das so drüber weggeben kann. Und da habe ich jetzt schon meinen Salat.
Und meine Tarkoblette sind jetzt gut. Da werde ich jetzt mal den Salat reingeben. Und mein Hackfleisch. So, da ist jetzt mein erwärmtes Tacoblatt. Und da gebe ich jetzt hier einfach mal ein Stück von meinem Salat rein. Also ich hoffe, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, ich mache jetzt einfach mal weiter hier. Ja, was sagt das Sprichwort? Du kannst dumm sein, du musst dir bloß zu helfen wissen. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Ja, ich habe mir jetzt einfach hier mal meine Zange genommen und das Tacoblatt da reingestellt. Und jetzt werde ich das einfach mal mit meinem Hackfleisch befüllen. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Ich haue jetzt hier einfach mal was rein. Ja, das war klar, dass da wieder was daneben geht, aber das muss ja so sein. Leute, ich bin echt gespannt. Da muss der Mais noch drauf und einen Schluck von meiner Piri-Piri-Soße, damit das heute Abend richtig schön brennt in der Hose. Bisschen was von meiner Soße hier oben drauf. Ein paar Tomaten. Ein bisschen Knoblauch. Und ein paar Peperoni für die Vroni. Jetzt gebe ich hier noch ein bisschen Mais dazu. Und für den Opi noch ein bisschen Knobi. Und dann werden wir das Ding mal probieren. Da sind sie nun, meine vier Freunde. Ja, und die werde ich jetzt mal probieren. So schauen die Sachen jetzt aus. Wie gesagt, ich habe das heute zum ersten Mal gemacht. Und ich denke, das ist mir ganz gut gelungen. Aber ich bin jetzt gespannt, ob das schmeckt und wie scharf das ist. Lasst euch überraschen. So, das war unser Video zum Thema Tacos. Und da muss ich da jetzt mal so ein Ding probieren. Da ist das Ding. Schaut es euch nochmal an oder schaut mich nochmal an. Ich bin gespannt, ob das schmeckt, wie das ist, wie man das überhaupt essen soll. Ich probiere es einfach mal. Ja, ich mache mal weiter. Ich muss die restlichen Sachen noch verspeisen. Wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen hoch. Da oben abonnieren, auf die Glocke hauen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis zum nächsten Mal in eurer kulinarischen Show. Ciao, tschüss, euer Hobbykoch. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz meine Assistentin fragen. Was sagst du hier zu dem Rezept? Ich habe Durst. Das war mir klar. Naja, also in diesem Sinne. Ciao.